Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts. Ich muss ehrlich zu euch sein, Freunde. Eigentlich sollte heute Martin Schindler Wurfstile Imitation 2 kommen, weil ich weiß, dass ihr euch da ultra drauf freut. Wir haben das Video auch schon gedreht. Ich habe auch schon angefangen zu schneiden, aber das ist so arbeitsintensiv und wir haben es halt erst vor 2 Tagen angefangen und ich war gestern noch in Hamburg beim Call of Duty Event und so und deswegen habe ich es leider nicht geschafft, es für heute fertig zu machen, aber weil ich euch jeden Freitag im Video versorgen möchte, habe ich mir gedacht, dann mache ich das andere Video, was ich eh letztes Mal schon angekündigt hatte. Das heißt, die Martin Schindler Wurfstil-Imitation gibt es dann beim nächsten Mal und Leute, freut euch drauf, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen geiler geworden als das erste Mal, Freunde. Wir reagieren nämlich heute auf Ian White gegen Max Hopp. Ihr werdet euch jetzt fragen, hey, warum denn? Max Hopp hat dort den höchsten deutschen Average, der je gebroadcastet wurde, der je übertragen wurde, gespielt. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall sehr schmackhaft. Also, ich habe das Spiel selber noch nicht gesehen. By the way, wer Ian White nicht kennt, Ian White ist auf jeden Fall einer der besten Dartspieler der Welt. Nur bei den großen TV-Events hat er manchmal seine Probleme, deswegen kennt man ihn nicht so gut von der WM und so, weil er meistens in der ersten, zweiten Runde ausscheidet, aber vom Dart-Skill her für mich ein Top-5-Spieler sogar, also vielleicht sogar Top-3 von einfach der Technik und so weiter. Es wird auf jeden Fall ein geiles Match. Bevor es losgeht, noch eine wichtige Ankündigung und die ist, muss ich mit Werbung kennzeichnen, auch wenn es eigentlich überhaupt gar nicht richtig Werbung ist. Wo ist denn jetzt hier die Werbungsanzeige? Ach, die ist hier unten. Perfekt. Ich schiebe sie einfach mal hier hin. Und zwar folgendes, Freunde. Wir machen Ende November ein Meet and Greet mit euch. Und zwar in Berlin. Und ich habe euch ja gesagt, ich will den Leuten was zurückgeben, die mich so krass supportet haben und die Scorpion Darts und Sets und so bestellt haben. Und deswegen folgendes. Geht mal auf die Seite, die ich euch in der Beschreibung verlinke, die die Darts gekauft haben. Ihr könnt die Darts auch noch jetzt die nächsten 2 Wochen kaufen. Das heißt, das gilt auch noch in den Pool mit rein. Und unter allen Leuten, die gekauft haben, schon mal zu irgendeinem Zeitpunkt, die können mir schreiben, also die können dieser Infoseite schreiben, die ich verlinke, dass sie bei dem Meet and Greet dabei sein wollen. Das wird in einem richtig geilen Dart-Etablissement sein. Wir werden dort auch gemeinsam Darts zocken können gegeneinander und so weiter und so fort. Wir werden auch nicht zu viele einladen. Wir werden so maximal 50 bis 100 Leute einladen. Deswegen schreibt an das Kontaktformular, dass ihr dabei sein wollt und schreibt quasi, ja, unter welcher Mailadresse ihr zum Beispiel die Darts beim letzten Mal bestellt habt, damit wir auch nachgucken können, ob es wirklich stimmt. Wir werden auch prüfen, dass da keiner lügt und irgendwie sagt, ja, ich habe die Darts aber bestellt, aber hat sie eigentlich gar nicht bestellt. Also Ende November, wir werden euch dann den Ort um das genaue Datum, ist auf jeden Fall ein Samstag, so wie kann ich sagen, Bescheid sagen. Und dann würden wir uns in Berlin treffen, gemeinsam ein bisschen Darts zocken, ein bisschen reden. Wenn ihr Fotos und Autogramme wollt, würden wir es natürlich auch hinbekommen. Richtig, richtig nice, Freunde. Also wie gesagt, wer die Darts schon bestellt hat oder in den nächsten 2 Wochen bestellt hat, die Chance einfach ans Kontaktformular schreiben, dass ihr dabei sein wollt und wir prüfen dann, ob ihr dabei seid. Und unter den Leuten, die dann halt, falls es mehr werden, weiß ich, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, weil ihr kommt ja schon sehr verstreut, falls trotzdem mehr als 50 bis 100 Leute dabei sein wollen tatsächlich, dann losen wir das halt aus. Aber ich würde sagen, ja, die Chance ist diesmal relativ gut. Ich kann es natürlich nicht versprechen. Ich verspreche generell gar nichts. Es kann immer sein, dass jetzt auf einmal 300 Leute dabei sein wollen, aber ich denke, ihr habt es verstanden. Schreibt eine Mail, wenn ihr die Darts bestellt habt. Und mit ein bisschen Glück sehen wir uns dann Ende November. So, und ich würde sagen, jetzt haben wir den Schnack hier erledigt. Ich schiebe mich ja noch ein bisschen kleiner hier. Und dann gucken wir uns mal an. Max Hopp gegen Ian White. Deutscher Rekord-Average. Gibt es die Qualität noch ein bisschen höher? Ne, ist schon hoch, okay. Ist nicht so laut, habe ich schon gemerkt. Die Datei ist ein bisschen leise, ich weiß nicht warum. Aber das kriegen wir schon hin. Also das ist hier, wie gesagt, White Diamond, Ian White. Und er ist wirklich eine absolute Maschine. Auch die Technik, ich liebe es. Er zieht den Dart so hoch, macht einmal so und wirft dann. Und Max ist ein guter Freund von mir. Absolutes Monster, habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen. Absoluter Topspieler. Guckt euch an, zack. Erstmal ausbullen, 25. Jetzt kommt der Maximizer. 25. Gucken, wie lange das jetzt so dauert. Ich liebe es, wenn das so 10 Würfe dauert. Jetzt kommt White, bestimmt auch 25. Ja. Ich liebe das so. Wenn ich ausbulle, immer outside direkt erster Dart. Und dann guckt man nur, wer näher dran ist, wer mehr versagt hat als der andere. 25. Wird Max auch mindestens schaffen, oder? Oder denkt er sich jetzt, komm, egal, ich werfe einfach raus.
Ah, Bullseye. Okay, dann fängt der Max an. Eine Sache, die ich weiß, ist, dass Ian White auch geisteskrank spielen wird. Ich bin mal gespannt, wie früher schon angefangen hat, so zu ballern. Ich mach mal kurz leise. Was viele über Max gar nicht wissen, ist, dass er der Spieler ist auf dem Circuit, der am wenigsten nach rechts und links verzieht. White natürlich erste Aufnahme 180, by the way. Das heißt, kein anderer wirft so wenig 5en, 1en, 3en und 7en wie Max. Das sieht man auch, finde ich, ganz klar, wie er den Dart anfasst, wie er den Daumen unter dem Dart hat. Das ist ein seltener Fall mal, dass mal einer in die Triple 5 geht bei ihm. Und einfach brutale Technik. Und ich habe ja hier auch schon mit ihm gemeinsam ein Video aufgenommen einmal. Das war zu dem Premier League Spiel. Richtig, richtig krasser Spieler und ja, richtig, richtig nice. Spiel geht, ja, also ich würde zu 169 nach 9 Darts nicht nein sagen, ist zwar kein Finish, aber das bedeutet natürlich, du hast schon gut Scoring Power, aber beginnt jetzt nicht übermäßig krass, weil ich habe schon einen Kommentar unter dem Video gelesen, den gucken wir uns gleich mal genauer an. So. Hat er jetzt längere Schäfte als früher, der Max? Die Darts wirken für mich etwas länger. Das ist eine schmackhafte Aufnahme für 32 Rest nach 12. White kann aber einen 11er spielen. Kann auch einen 12er spielen, was auch geisteskrank ist. Aber verpassen. Jetzt hat Max die Chance auf einen 13er. Und ein 13er ist auch absolut geil. Gucken wir mal, ob er den spielt. Ja. Schöner Dart. Ich liebe es irgendwie, wie White wirft. Das sieht immer so kontrolliert aus. Auf der Bühne zittert er manchmal ein bisschen. 96. Oh, das ist ein ganz seltener Max Hopdart. Natürlich trotzdem 125, ganz klar. Ich fand's auch, er sagt es auch gerade, straightest thrower in the world. By the way, habe ich auch gemerkt, man kann einfach statt wie letztes Mal bei der Reaktion immer Pause zu drücken, einfach kurz stumm schalten, weil ich denke mal, ein, zwei Aufnahmen unkommentiert lassen, das ist auch nicht das Problem. Aber ich fand es witzig, eure Reaktion auf meine Reaktion quasi, wie ich immer so geheult habe. Max natürlich mit der engsten 180 aller Zeiten, weil ich immer so, weil Wright so gut gespielt hat, dass ich so gar nicht auf mein Leben klarkam. Jetzt brauchst du die Triple 19. Ah, 170 steht. Oh, das ist eine geile Zahl für noch eine 180. Komm, Max. Oh, der ist drin, ne? Ja. Aha. Wow. Nach 9 Darts 16 Punkte Rest. Es geht halt einfach nicht viel besser. Es geht nicht viel besser. Doch, es geht besser. Oh, den 12er auf 170 verpasst, ey. Krass. Und Max für einen 10-Data. Der ist drin, ein 10-Data. Einfach ein 10-Data. Werde ich in meinem Leben niemals spielen. Tja, moin. Guten Tag, ich bin Marcel. 25 Jahre alt und schlecht in Darts. Die Kamera ist gerade noch auf White eingestellt. Seht ihr, das ist ja, ich habe mittlerweile schon die ganze Regie analysiert. Ich dachte nicht, dass er nochmal auf die 20 geht. Ich liebe es, Aufnahmen vorauszusagen. Okay, nach dem ersten Dart sage ich euch, was Max wirft. Kleines Minispiel hier im Video. 140. Er geht runter, oder? Er bleibt sogar wirklich oben für mich. Ehrenmann. Einfach mal richtig geraten, einmal im Leben recht gehabt. Ja, moin. Guck dich das an, Mann. Ich liebe das, wie er wirft, ey. Er fasst auch ganz vorne an, drückt die Spitze so runter. Zack, eine Bewegung zur Kontrolle und dann weg damit. Max wirft
Bisschen weiter hinten fasst er an. Ein bisschen doller, würde ich sagen. Alter, was ist das? 127 nach 9. Ist wieder ein 12er möglich. Und er muss ihn eigentlich spielen, weil der Average am Ende wird 119, irgendwas sein. Das heißt, er muss eigentlich... Natürlich 180 von White. Er muss jetzt eigentlich 127 checken zum 12er. Gucken wir mal. Ja. Ja. Oh mein Gott. Max, Alter, krank. Kann ich nicht einen Tag mal halb so gut spielen? Einen Tag, gib mir doch nur einen Tag. Ich heul gleich schon wieder. White, erster Dart, zweiter Dart. Ach komm, wir 180. Das gibt's doch nicht, ey. Ja. 129er Average zu dem Zeitpunkt. Bruder muss groß, Alter. Das ist ja zu heftig. So ein Dart sieht man von White auch selten. Wird wahrscheinlich mit 260ern ausgeglichen, oder? Natürlich. Schöne Grüße, ne? Müsste Max eigentlich 180 werfen. Oder zumindest 140. Ich weiß noch beim World Cup gegen Dimitri, wo Max einfach nur 60 geworfen hat, jede Aufnahme. 60, 60, 60, 60, 60, 60, die ganze Zeit und kein Triple wollte rein. Das war so unlucky gegen Vandenberg. Das war das, wo Martin vorher gegen Kim Heibrechts Matchdarts vergeben hat. Wo er bei 16 Rest die fette 11 getroffen hat mit zwei Darts in der Hand. Das halte ich immer noch vor, ey. Aber nur aus Spaß natürlich. Also das Leg sollte White holen. Kann immer noch ein 12er werden. Boah. Junge, Junge, was die da für Legs raushauen. Das war zum Beispiel für Max Average jetzt nicht so schlecht, weil obwohl er vom Scoring her in dem Leg nicht so krass war, aber es war halt nur Scoring. Es gab keine Darts auf Doppel. Wenn dein Gegner immer Low Darts spielt, so 12 Darts oder 9, kannst du auch ein 120er Average spielen, ohne ein Leg zu gewinnen, weil du nur Scoring machst als Gegner. So, jetzt müsste Max aber mal wieder rausfahren, weil jetzt hat er schon ein Leg ein bisschen schlechter gespielt. Für so ein Average muss jetzt eigentlich nur 180 rein. Und da lässt sich Max natürlich auch nicht zweimal Bescheid sagen, ne? Ist ja ganz klar. White? Komm, 140 schaffst du. Nur 100. Oh. Ja, ich wäre nach 6 Darts eigentlich, okay, nicht ganz zufrieden mit 386, aber es ist okay. Und Max ist natürlich schon auf 228, 168, 148, 88 Rest. So, das ist halt zu krank. Nach 9 Darts auf 88, das ist halt einfach Weltklasse. Ja, White hat gar keinen Bock, ein Triple zu treffen in dem Leg. Ne, 57. Ich sage, es wird ein 2-Dart-Ding jetzt. Ja, Doppel 14. Oh! Da ärgert er sich sogar. Nach 12 Darts auf 14 ist natürlich schlecht. Ja, White kann das Leg eh. Ja. Da hätte ich jetzt auch auf Doppel 16 geworfen oder so. Schon mal fürs nächste Leg ein bisschen auf Doppel zu üben. Baut er um. Guckt, als ob er drauf geht, ja. 4-1 gegen Ian White, dem die Players Championships eigentlich gehören, weil der da alles abräumt. Muss Max eigentlich auch raushauen. 135. Ja. Man merkt schon, dieses Scoring, das ist ja wirklich Perfektion gerade. Wie fühlt sich das wohl an als Spieler? Das muss der absolute Tunnelblick, der absolute Flow sein. White natürlich 180, oder? Nee. Ja.
highest we've seen from Max Hoch was back in April this year, 110.5. That is certainly well within the German sight. Das war nicht so schlau, dass er mit dem zweiten auf der 20 geblieben ist. Sind beide drin? Ja, ich denke, oder? Ja. Okay, jetzt muss Max eigentlich was raushauen. Weil 120 Average spielt sie nicht von alleine. Ja, natürlich 60. 120. Nochmal absetzen, ganz entspannt. 186 Rest. Kann man mitnehmen. Oh, er traut sie nicht zu. Offering up to Max Hoch that he doesn't think he's going to take out 167. Das wäre jetzt so Savage Moment, wenn er das ausmacht. Ich würde mich so freuen. Ah. Okay, da müssen jetzt noch ein paar kranke Legs kommen. Okay, was laber ich? Er hat nach 12 Darts 67. Ich tue schon so, als ob es ein schlechtes Leg wäre. Und er checkt. Müsste jetzt eigentlich mal so ein 11er oder 10er werden wieder. Ein Triple muss eigentlich dabei sein. Geht auf 20. Das war ein starker letzter Dart. Guck mal, wie solide das bei White sieht das einfach irgendwie so geil aus. Ich weiß nicht warum. Boah. Maschinensucher.de, Alter. Really turning up the heat on Hop. 180. Ist einfach schön. Ich kann auch gerade gar nicht so viel sagen, weil es einfach Genuss pur ist. Das ist einfach Dart auf dem allerhöchsten Niveau, was zurzeit möglich ist. Und das macht mich auch dann irgendwie froh, dass es Max schafft, der auch wirklich in Real Life echt ein korrekter Typ ist. Einfach ein bodenständiger Kerl, so dann, wo man sich so denkt, der ist gar nicht so anders als man selbst irgendwie. Dann denkt man, man kann es vielleicht auch irgendwann schaffen. Aber das ist gerade vom anderen Universum. 42 Rest nach 9. Tja, moin. Das wird der 11. Data wahrscheinlich. Alter, dieser Druck. White nach 9 auf 47. 980 an 6 Legs. Double 16. Game Shot. Simply sensational stuff. Maschine einfach. White on 47 after 9, but Hop goes out in 11. Ich würde auch gern so gut sein. Ich frage mich gerade, ob es jetzt, ob der White sich nochmal rankämpft oder ob Max jetzt zumacht, weil er braucht nur 6 Legs. Braucht nur 6 Legs. Natürlich, der erste steckt so mittig in der 60, wie man es sich nicht schöner wünschen könnte. Ja, der Kommentator sagt es gerade, Max hatte ja eine Krise vor 2 Jahren. ...134, natürlich. So, White müsste jetzt merken, dass er sich leider kein Finish stellen kann bei 343 Rest. Max hat zum Beispiel eine sehr schöne Zahl da stehen. Da kann er eine 100 werfen, kann eine 97 werfen, hat immer ein Finish. Oder er wirft einfach eine 180, das macht es am einfachsten. Krass, Alter. Nach 9 wieder 87. Guck mal, ob White sich hier zurückkämpfen kann. Ich würde jetzt schon denken, es wird sau schwer, aber die können halt einfach nur 140, 180 aus dem Ärmel zaubern. Da ist die 140 auch direkt, so. Und dann ist alles wieder offen. Boah, Doppel 18. Alter, was ist das für ein Game von Max? Ich glaube, das macht er jetzt auch aus.
Krankes Spiel. Guck mal, White sagt auch well done. Max Hopp, who's averaged in the end 119. That is his personal best by 119. Jetzt macht er den Depp, den White auf der Bühne mal. Auch 111. So, und zwar hatte jemand was kommentiert, was ich interessant fand. 13, 10, 12, 13, 11 und 11 Darts in 6 Legs. Ja, das ist halt einfach krank. Das hat Max, so hat Max seine Legs geholt. 13, 10, 12, 13, 11. Er hat nicht einmal über 13 gespielt. Gott. Das ist so krass, Leute. Ja, also 119 gegen 111. Deutscher Rekord. Kann man sich auf jeden Fall sehen lassen. Lasst gerne eine Bewertung da für mehr Darts-Videos. Wie gesagt, das Wurfstile-Video von Martin kommt dann nächstes Mal. Haut rein, bis dahin und ciao.